Herzlich willkommen auf dem Kanal von speedclipping.com. Heute erstellen wir geile Hintergrundtexturen mit Hilfe von Step and Repeat. Viel Spaß! Heute möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach abstrakte Hintergrundtexturen, Formen, Hilfe von dem sogenannten Step and Repeat, also Auswahl und Wiederholen, erstellen kannst. Der klassische Weg wäre, ich möchte dir erstmal die Basics zeigen und das Ganze dann hier auf dieses Beispielbild anwenden. Um dir die Basics zu zeigen, stelle ich erstmal eine leere neue Ebene und fülle die mit Shift und Entfernen, erstmal mit Weiß. So, und nehme dann hier mit M wähle ich das Maskierungswerkzeug aus und ziehe ich einfach so ein Rechteck auf. Auch das fülle ich jetzt, aber auf einer neuen Ebene mit Shift entfernen, aber mit Schwarz. Und wenn ich jetzt einfach hier das Kästchen wiederholt haben möchte, klassischerweise würde ich die Ebene duplizieren mit Steuerung J. Und dann mit V hier verschieben und gucken, ja, dass ich möglichst den gleichen Abstand kriege. Und das gleiche, wenn ich jetzt daraus die Textur erstellen möchte, noch viel mehr. So, und dann ist natürlich schwierig, ja, hier ist genau der richtige Abstand gewählt wird. Und ja, insgesamt nicht so das Wahre. Mit Step and Repeat geht das viel, viel einfacher. Aber du musst ein bisschen Fingerakrobatik beweisen, weil man relativ lange Shortcuts dafür verwendet. Wir löschen die Ebenen erstmal. Und der erste Moment, man bereitet das Ganze vor, das sogenannte Step, und zwar mit Alt, Steuerung und T. Siehst du, wird hier diese Auswahl erstellt. Und kannst jetzt, wenn du hier reinklickst, das hier einfach an irgendeinen anderen Ort verschieben. Wenn du jetzt das und bestätigst das Ganze dann mit Enter. Siehst du, hattest du hier von der neuen Ebene. Und das war jetzt Step. Und wenn du jetzt genau diesen Abstand nochmal wiederholen möchtest, dann drückst du Shift, Alt, Steuerung, T. Und voila, das Ganze wurde dupliziert und zwar im gleichen Abstand wie hier zwischen. Das kannst du jetzt beliebig oft machen. Und siehst, dass hier landet jetzt aber immer auf einer neuen Ebene. Klar, man könnte jetzt hingehen und alle markieren und dann auf eine Ebene reduzieren. Aber es geht noch viel einfacher. Wir gehen zurück, Steuerung Alt Z, löschen das bis auf die erste. Wenn du nämlich hier von einer Auswahl erstellt hast und dann Step and Repeat anwendest, dann wendet sich das Ganze nur auf einer Ebene an und es wird nicht jeweils eine neue Ebene erstellt. Also, wie erstelle ich eine Auswahl hiervon? Indem ich mit gedrückter Steuerungstaste auf das Vorschaubild der Ebene klicke. Jetzt habe ich eine Auswahl, drücke ich wieder Alt Steuerung T, ziehe das hier nach dahin, wo ich will, bestätige es mit OK. Jetzt siehst du schon, es ist hier auf der gleichen Ebene geblieben. Jetzt nicht die Auswahl aufheben und wieder Repeat, also Shift Alt Steuerung T, und du siehst das Pattern, also die Struktur bleibt auf einer Ebene. Ich lösche die Ebene mal wieder. Die Ebene. So. Und möchte dir noch eine andere Variante zeigen, denn mit diesem Step and Repeat kannst du nicht nur den Abstand wiederholen lassen, sondern auch die Veränderung in der Größe und in der Rotation. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise mit dem Rechteck so was Längliches aufziehe, das mit Shift entfernen mit Schwarz fülle, so, und jetzt erstmal das Step anwende, also Steuerung Alt T, das Ganze jetzt bewege, bisschen drehe und auch kleiner skaliere, so, dass man es auch wirklich sieht. Bisschen hier rüber, ganze mit, oh, ja, ich drehe es noch ein bisschen mehr. So, also jetzt mit OK bestätige und jetzt das Repeat anwende, also Shift Steuerung Alt T. Siehst du, wird hier die Drehung weiter fortgesetzt und es wird auch immer kleiner. Und wenn ich es hier noch viel weiter mal mache, kommt man zu einer ziemlich coolen Schnecke. Also die, wenn man die selber genauso hätte herstellen wollen, wirklich viel, viel mehr Aufwand gebraucht hätte. Und ja, du siehst also mit Step and Repeat
kann man nicht nur den Abstand, sondern wirklich auch die Größe und die Rotation mit beeinflussen. Gut, wozu kann man das Ganze jetzt natürlich in der Praxis nutzen? Ich möchte das an dem anderen Beispiel zeigen. Dafür lösche ich die Ebene. Hier. Ebene löschen. Und jetzt haben wir dieses Bild von dem Mann, dem grauen Hintergrund. Der ist schon ziemlich cool, aber man könnte dem noch so einen kleinen Kick vergeben, indem man da, was weiß ich, so Querstreifen als Struktur hinzufügt. Wir machen das also wieder, eine neue Ebene. Ich habe mir schon gedacht, es gibt natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Nimmst du einfach, ziehst du ein Rechteck über die ganze Strecke auf, sagen wir breit, mit Shift und Entfernen füllst du es wieder. Das Schöne ist, jetzt ist es ohnehin ausgewählt, das heißt, wenn du die weiteren Schritte machst, bleibst du auf der Ebene, musst du es jetzt nicht nochmal extra auswählen. Also Shift, Alt, T. Und dann kannst du jetzt auch die Pfeiltasten benutzen, da mit Pfeil nach unten, kannst du es jetzt halt nach unten verschieben, je nachdem, wie weit du willst. Ich finde, so ein bisschen näher noch an, sieht doch ganz gut aus. Bestätige es mit OK. Und jetzt wieder, hast du es dir gemerkt, Shift, Alt, Steuerung, T. Und jetzt einmal über das ganze Bild rüber. So, das sieht doch wirklich ganz cool aus. Steuerung D, Auswahl aufheben. Und jetzt wollen wir natürlich noch, dass sich dieser Hintergrund auch wirklich nur auf den Hintergrund und nicht auf die Person auswirkt. Dadurch, dass wir einen grauen oder relativ grauen Hintergrund haben, können wir, indem wir den Ebenenmodus von normal auf weiches Licht ändern. Schon mal hier für den Hintergrund sieht das dann ziemlich cool aus, weil die Schatten und die Struktur bleiben erhalten, weil nur 50% grau und genau 50% grau werden ausgetauscht. Problem, du siehst, es geht auch über sein Gesicht und über seine Hände und den Körper drüber. Das wollen wir nicht. Was müssen wir machen? Wir müssen eine Auswahl von ihm erstellen. Denn die einfachste Möglichkeit oder die beste, vor allem im professionellen Bereich, ist es die einfachste Möglichkeit und die beste, vor allem im professionellen Bereich, hier die Person jetzt freizustellen, ist das Pfadwerkzeug zu verwenden und einmal die Kante davon abzufahren. Wenn du dich dafür interessiert, dazu gibt es hier auf dem Kanal auch schon ein Tutorial. Ansonsten kannst du die Bilder auch auf der Seite von speedclipping.com hochladen und für einen geringen Betrag halt professionell freistellen lassen. In meinem Fall habe ich das schon gemacht. Dann liegt die Freistellung als Pfad vor. Hier kannst du einen Pfad auswählen und mit der Steuerungstaste wird er zu einer Auswahl. Und wenn ich jetzt hier auf der Hintergrundebene eine Maske hinzufüge, zack, wird das Ganze geladen. Jetzt natürlich nicht, wie wir wollen, jetzt hat er einen gestreiften Pullover und Knaststreifen im Gesicht, also mit Steuerung I invertieren wir das Ganze und haben die Streifen jetzt auf dem Hintergrund. Ich finde die noch ein bisschen schwach und deswegen will ich die ganze Ebene nochmal duplizieren, also mit Steuerung J. Das ist jetzt zu stark, weil im Verhältnis ist eher zu wenig kontrastreich. Wenn wir hier der Deckkraft zurückgehen, ein bisschen mehr noch, so, ja, sieht das doch ganz gut aus. So, und wenn ich jetzt aber die Textur hier noch verändern möchte, beispielsweise mit Steuerung T, und dann hier anfange, siehst du, ups, du transformierst auch die Ebenenmaske. Das wollen wir nicht, also brichst es ab und entferne hier das Schlosssymbol zwischen den beiden. Und wenn du dann nämlich hier vorne die Ball anwählst, dann Steuerung T, siehst du, bleibt die Ebenenmaske gleich an der Stelle, aber der Hintergrund verändert sich. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Trick. Dann kannst du nämlich entscheiden, ja, so, wo soll das Ganze denn jetzt anfangen? Oder noch weiter, weniger weit, ganz nach deinem Belieben. Dann sieht das ziemlich cool aus. Bestätigen kannst du mit OK. Ja, und sind jetzt praktisch fertig. Ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. We'll be right back.